Ehrlich? Nee. Die Kleine mit dem echt, war die schon mal da? Gutes Gedächtnis. Sagte ich, gutes Gedächtnis. Ja, ich habe heute Morgen auch Chris lacht. Sie hat da so eine schöne, eine warme Fließdecke. Die habe ich dann erstmal, die nehme ich dann abends schon mal mit ins Bett. Und sagt sie, na, hast du deine Lieblingsdecke wieder? Ja, wenn das dann morgens ohne Heizung, das ist schon. Ja. Ne? Aber unser Haus ist genauso. Es ist ja nur auf Sommer gebaut. Und wenn du da morgens aufwachst, oben auf dem Hügel, das ist so arschkalt im Haus. Ja, ja, es ist halt auch ein bisschen anders gebaut, ne? So, also wenn du einhändig reitest, gehen wir so ein bisschen. Nein, wenn du einhändig auf deinem Pferd sitzt, wo tust du die zweite Hand hin? Ja. Nee, aber es war gut, weil du sagst, ich finde immer so schön, mein Vater hat mich darauf immer hochgezogen. Also, wenn man dich irgendwas fragt, danke, was ist die ernste Sache, die du sagst? Aha. Nein, meint er. Selbst wenn du ein Ja sagen willst, sagst du immer erstmal Nein. So wie du gerade eben. Ich bereite noch gar nicht. Nein. Okay. Ja, es ist auch kein Reiten, aber es ist trotzdem egal, wenn du auf deinem Pferd sitzt, dass du mittig drauf sitzt. Mhm. Weil du eben, du hast ja, wie die Pferde eben auch, die haben ja auch so Lernpattern oder Sitzhabits. Ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, also auch wie jede, du kannst ja Leute auch im Dunkeln an ihrem Schritt erkennen. Also, ja, ne? Du weißt schon, wer da gleich kommt. Also wenn du, ne? Wenn du den Craig siehst, das weißt du schon ganz klar, dass der das jetzt ist. Und wenn du Chris siehst, den kannst du auch von Weitem sehen. Nur an der Art und Weise, wie sie eben schon geht. Ne? Und das ist eben, wenn du so ein Habit hast, in dem Moment, wo du auf dem Pferd sitzt, wenn du dich dann richtig hinsetzt, dass du eben dann schon mal ein bisschen besser sitzt. Ne? So. Und ich habe mir die Grenze noch mal ein bisschen angeguckt. Das fällt bei ihr unheimlich auf. Die Kamera. Ich zeige dir das mal eben, weil ich mich gewundert hatte, warum. Ah, na, ich will das andere nicht ziehen. Aber nur von vorne. Good girl. Nimm mal einmal. Das ist so gut. Das andere auch nochmal. So, das sind jetzt nicht Fotos zum Beurteilen, sondern das sind Fotos. Da sind zwei, drei Sachen mir aufgefallen. Auf diese Seite kommt das Gebiss so ein Stück raus. Ja, und auf der anderen Seite hatte ist gar nicht. Ja. Ja, weil das zu groß ist. Ne? Nee, die gehören eigentlich. Deswegen war das ganz schön, dass du mir den Link zugeschickt hast. Dass dieses hier in die Mitte und dann sind die eigentlich vom Dings, aber sie schiebt es sofort rüber. Ne? Also das ist da, wo es ihr das lieber ist. So, das ist eine Sache. Die andere Sache, wenn du, jetzt sitzt es zwar ein bisschen besser, aber wenn du nur ein Snaffle-Gebiss drin hast, ja, mach ein Browband drauf. Okay. Oder eben wieder ein Browband ist wahrscheinlich besser oder vielleicht ein Kehlriemen. Weil diese Trense kann dir ganz leicht wegrutschen und dann hast du nichts mehr. Mhm. Na, also so ein bisschen mehr Trense. Okay. Du hast da unten, du hast einen Lipstrap da mal dran, das ist schon ganz gut. Ja. Aber ein bisschen mehr Trense ist wahrscheinlich ein bisschen besser, ne? Die kriegt Jane eh zurück, wenn sie nächstes Mal kommt. Die hat sie mir nur geliehen, weil sie wird ja normalerweise in Kandare geritten. Ja. Aber ich wollte halt Trends machen, während wir hier diesen ganzen Basic-Kram üben. Ja, das ist sehr das gut. Ich hatte mich gewundert, warum du sie reingetan hast, denn gerade mit der Trense. Hättest du mich gefragt? Ja, das ist manchmal ist besser, man hält erstmal die Klappe und liest drüber nach, dass man weiß, was man womit. Ja, nein. Auch, dass ich mehr mich mit so einem Gebiss informiere, anstatt gleich einfach meinen Dämpfer zu geben. Ja? So. Die geht ja auch ganz schön auf Kandare, denke ich. Dann würde ich sie auch wieder reintun. Ja? Ne? Okay.
Dann kaufe ich jetzt eine neue, wenn ich die Regeln zurückgebe. Nö, brauchst du nicht, ne? Also es wird innen rein. Also wie gesagt, hier auch mit dem Breiten jetzt, das sieht, wie gesagt, jetzt sitzt so ein bisschen mittig. Und da sind so ein paar Sachen, natürlich in der Schule, die frage ich jetzt erstmal ab, wie Vokabeln lernen. Ne? Was haben wir gestern gemacht, wo haben wir dran gearbeitet? Ne? Was, also, und auch so jetzt, wie du sitzt, auch du sitzt zwar ein bisschen besser, aber du versuchst immer diese Seite ein bisschen zu entspannen. Das heißt, dass du aus Versehen hier mit dem Bein immer ein bisschen gegenüber drückst und dann lernt sie dir auch hier an dem Mountain Block genau immer in diese Ecke rein. Ne? Kann das sein, dass das an meiner Skoliose liegt? Vielleicht, aber es kann auch sein, dass du einfach immer mal wieder gar nicht drüber nachdenkst. Ja. Weil es ist ja auch ganz angenehm, so zu sitzen, wie man sich wohlfühlt. Ne? Und wie gesagt, wenn du anhältst, ich würde eh viel mehr da drüben anhalten, dass du von dem Mountain Block wegkommst. Ne? Mhm. Und auch wenn du jetzt so ruckelst, sie ist ja auch wieder sehr fein gebaut, also sie ist sehr schmal in diese Richtung. Ja, stimmt. Und wenn du natürlich ein Pferd hast, das so schmal ist und du schiebst dich da so hin und her und auch mit dem Sattel, das ist ja ein dickes Pad da drunter, dann ist der Sattel da drauf, dann hast du nochmal ein Lammfell da drauf, du sitzt ja auch nochmal so und du hast, bist relativ groß, also du hast auch eine relativ große Verschiebung da drin, ne? Und wie kriege ich den Sattel dann gerade? Ja, indem du gerade sitzt und eben einmal, ja, und dass du eben einmal auch dich richtig hinsetzt, aber du hast eben auch relativ Padding, viel Padding unter dem Sattel, dass du so ein bisschen immer auf so einem Thron sitzt. Was macht das Ganze auch nochmal instabil, ne? Mhm. Also wenn die kommen, gucken, ob du vielleicht eine Satteldecke loswirst. Das ist du so eine. Ja, aber es ist eine sehr dicke Decke. Es ist ja nicht, das ja, es ist richtig Lammfell da oben drin. Hier ein dünnes und dann ist nur oben die Shims. Ja, genau. Und die Shims musst du gucken, ob du vielleicht weniger Shims hast, dass du nicht so viel erhöht auf dem Pferd sitzt. Weil da, all diese Sachen machen eine gewisse Instabilität. Ja. Das ist nur ein Vorschlag. Wenn es nicht geht, geht es nicht, wenn der Sattel nicht passt. Wenn es aber trotzdem passt, ist es eine gute Idee. Ne? Naja, der Hersteller hat halt gesagt, man soll die Sattel nicht Deshalb habe ich die. Das waren nur so ein paar Sachen, die mir gestern durch den Kopf gegangen sind. Ne? Mhm. Wenn du jetzt eben reitest, wo gehört deine Hand hin? Auch, dass du eben dich immer wieder sagst, hier ist mittig und dann, denn du, für mich mache ich das eben auch, wenn ich zum Beispiel mit der Gerte zwischendurch reite, ich sitze ja auch gerne schief, ne? Bin ja auch nur Mensch, dass du immer wieder guckst, da ist meine Mitte, da ist der Widerriss, da sind die Ohren, Hänger und die Ohren sind hier, kannst du dich wieder unter mich stellen, ne? Mhm. Dass du eben genau immer wieder guckst, trust the ears, dann die Hände nach vorne und dann fangen wir mal an, wieder Schritt zu gehen, ne? Gut. Und das war auch schön, da machst du gerade die Hüfte ein bisschen auf. Super. Ja, super. Gut. Und gehst ein bisschen mit. Schon besser, nimm die Hacken ein bisschen hoch, dass du dich selber ein bisschen trägst, ohne mit dem Bein gleich ranzukommen. Gut. Ganz weich. Gut. Drehst dich wieder ein bisschen mit. Gut. Und dann wieder die Hand wechseln. Gut. Gut. Super. Warten auf das äußere Bein. Besser. Da hast du sie mitten in ihrem Spin sozusagen mal gesagt, nicht so schnell. Ne? Mhm. Weil wenn die kleinen Kurven nicht funktionieren, ist es gar nicht so gut da so durch. Und jetzt drehe sie von dem Äußeren wieder mit. Guck nach innen. Besser. Gut. Ne? Und dann wieder durch die Mitte die Hand wechseln. Guck hier auf die Ohren. Das äußere Ohr. Das neue äußere Ohr, groß, gut. Und dann schön an der kurzen Seite mal ganz vorbeireiten. Bis zur Kamera. Reiten, reiten, reiten. Und dann eine Ecke reiten, gut. Und dann bremst du sie ein bisschen auf aus dem äußeren Hinterbein, gut. Und dann reitest du wieder. Und hier merkst du auch, hier schneidet auf dieser Hand schneidet sie die Ecken immer ab, ne? Auf der Zuhn-Seite. Ja, am Anfang konnte sie überhaupt nicht in die Ecken gehen. Ja, gut. Und wartest du wieder ein bisschen auf das äußere Ohr gucken. Gut, ein bisschen nachgeben. Super. Auf das äußere Bein warten, nachgeben. Auf das äußere Bein tritt dann so ein bisschen auf die Füße, heb dich hoch. Nachgeben und einen Zirkel in der Ecke reiten. Abbiegen, Zirkel reiten.
äußere Schulter. Nur ein ganz kleines. Ja, genau, so ein 10 Meter. Und dann nochmal abwarten auf das äußere Bein. Gut, warten. Und dann ist der Sattel ein bisschen nach außen gerutscht. Ja, gut. Und da hast du den Zügel, jetzt hast du die Zügel doch weggeschmissen, weil du zweimal Hand wechseln musstest, um sie zu streicheln. Ne? Gut, und dann wieder ein bisschen anhalten, warten, noch ein Zirkel, gut. Die Schulter wieder mitnehmen, gut, du hast die Zügel diesmal behalten, super. Zu viel. Und du merkst auch, das sind so ganz kleine Sachen, wenn du dich anhebst und den Po hochhebst, dann die Beine zumachst, das ist wirklich das zum Rückwärtsrichten. Du willst aber eigentlich, dass sie nach vorne geht, also musst du vorne anheben, die Beine ein bisschen nach hinten kriegen und mit den Händen ein bisschen nachgeben, dass auch vorne offen ist. Ja, okay. Ja? Also ist halt extrem sensibel. Ja, ist sie auch. Gut, vorne ein bisschen anheben. Gut, schön leicht auf den, ja, und dann abwarten und dann einen Zirkel reiten, Schulter mitnehmen, super, ein bisschen nachgeben, gut, und dann einmal in den inneren Steigbügel treten, inneren Steigbügel treten, dass der Sattel wieder in die Mitte kommt, gut, und dann wieder gerade, super, ganz toll, und wieder abwarten, wieder ein bisschen warten, gut. Äußere Zügel ein bisschen annehmen und dann auch ein bisschen warten, ein bisschen außen auf dem Bein, dass du ein bisschen immer abbremst, nachgeben, Zirkel reiten, drehen, auf das äußere Ohr gucken, dass du sie nicht überdrehst, abwarten auf das äußere Bein, warten. Dann merke ich jetzt auch, was du machst, dass du in dem Moment, wo der Sattel verschiebst, versuchst du dich ein bisschen mit dem äußeren Bein festzuhalten. Ne? Und dann schiebt sie die Quotes rein und drückt die Schulter raus. Ne? Okay. Nochmal einen Zirkel reiten. Nope. Gut. Abwarten. There. Äußeres Bein, inneres Bein, aufs innere Bein verlagernes Gewicht. Einmal aufstehen, einmal umsetzen. Aufstehen, umsetzen. Gut. Nochmal einen Zirkel. Aufstehen, umsetzen. Auf, ne, ein bisschen größer, inneres Bein, Abstehen, umsetzen, gut, und wieder raus, ja. Das war besser, da hast du dich nämlich außen nicht festgeklemmt, gut. Ein bisschen auf das äußere Bein warten, gut. Wieder einen Zirkel reiten, aufstehen, umsetzen, auf das äußere Ohr gucken, dass du in der Mitte bleibst. Äußeres Ohr umsetzen, äußeres Ohr, gut, nachgeben. Besser ausatmen, auf das äußere Bein warten, Zirkel reiten, ja, auf das äußere Ohr warten und dann gehen wir in die Ecke auf der anderen Seite vom Mounting Block, wie sie jetzt abschneidet. Gut. Aufsetzen, umsetzen, warten, Zirkel reiten. Ja, da haut sie dir immer so, wenn du gerade ein bisschen nachgibst, da haut sie dir ein bisschen ab. Ne? Gut. Und dann bist du bis in der Ecke, bist kein Zirkel, anhalten, hoch, warten, nach oben, ja, den Sattel vorne hochreiten, warten, gut, ein bisschen, ja, schön die Hände festhalten, da nichts wegschmeißen, so. Was ich eigentlich vorhabe, weil es ist in dieser Arena genau wie in Christus Arena, wenn dein Pferd dir diktiert, wo du hingehst, dann bist du immer ein Ei am Reiten, ne? Entweder schiebt sie dich auf den Mounting Block oder sie schiebt dich aus der Tür. Na, also es sind so zwei Ecken, wo sie hinschiebt und es gibt zwei Ecken, wo sie gar nicht reingeht. Also hast du schon mal nur ein Drittel der Arena sozusagen. Insofern, wenn du in die Ecke reinreitest hier und dann diagonal across kommst, kannst du auch viel besser die Hand wechseln. Sonst kannst du sie ja immer nur in der Mitte wechseln. Ne? Mhm. Er hat sich verfahren, er hat einmal rumgedreht. Mache ich auch ständig. Wenn ich mich nicht auskenne, so eine Einfahrt ist gut zum Rumdrehen. Gut. Nice. Warten. Ganz leicht im Sitz sitzen, dass der Rücken ein bisschen hochkommt. So. Merkst du, wie weit du aus der Ecke draußen bist? Jetzt nicht ziehen, sondern reiten. Und dann Zirkel reiten. Äußeres Bein ein bisschen ran. Inneres Gewicht verlegern. Äußeres Bein wieder weg, inneres Gewicht wieder verlagern, äußeres Bein ein bisschen weg und da an dem Punkt, wo sie da nicht, ja gut, besser.
Aber du kommst aus der Ecke dann nicht aus der Diagonale raus, ne? Gut, bisschen warten. Gut. Bisschen warten. Gut. Ein bisschen auf das größere Bein verlagern. Gut. Und einmal anhalten. Hoch. Du merkst, dass sie hier immer schneller wird, ne? Ja. Ja, dann machst, drehst du sie wieder rum. Wie rum? Ja, Hinterhandwendung. Hoch. Ja, aber mal andenken. Andenken. Gut. Und nachgeben. Wo guckst du hin? Gut. Und dann wieder die Hand wechseln. Gut. Super. Und wieder die Hand. Ja. Aufs äußere Ohr gucken. Gut. Bisschen draußen auf den Steigbügel treten. Gut. Bisschen abbremsen. Gut. In der Mitte sitzen. Na? Gut. Und die Hand wechseln. Dann bist du so eine große Achterschleife hier in der Reitbahn reiten kannst. In diese Ecke. Dann kommst du aus der nächsten Ecke. Gut. Gehst auf die Tür zu. Gut. Dann merkst du, wird sie schneller, bremst sie ein bisschen ab. Dann gehst du wieder Richtung Kamera. Gut. Ja, super. Sehr schön. Gut. Kommst wieder aus der Ecke. Super. Bremst sie ein bisschen ab. Gut. Gerade im Genick, dass der vor der Chest ist, dass du sie so ein bisschen vom äußeren Bein, vom Knie rüberschiebst und nicht von den Hacken. Das war kein, ja, das ist gemerkt, da wollte sie zack wieder abhauen, ne? Ja, gut, ganz ruhig, super. Ja, besser und dann wieder aus der Ecke. Ja, in dem Moment, wenn es nicht nur eine Hilfe, sondern eine, wenn du eine Hilfe gibst, die ist independent von deiner Balance. In dem Moment, wenn das Bein ein bisschen zu lange dran bleibt, dann verwendest du das, um dich damit so ein bisschen festzuhalten. Und dann drehst du sie, weil der Sattel wegrutscht, in dem Moment unter deinem Sitz weg. Ne? Und der Sattel rutscht eben auch weg, weil der so echt ein bisschen hoch auf dem Pferd sitzt. Ne? Das ist ganz schön schwer, dann die Balance zu halten, ne? Weil jede kleinste Gewichtsverlagerung auf dem Punkt im Sattel mal schnell auf die eine oder andere Seite von ihrer Wirbelsäule rutscht. Ne? Und jetzt guckst du, wie der sitzt du zu viel außen, hast gemerkt? Und dann sieht es so, ne? Ja, es wird aber besser. Ne? Jetzt kriegen wir einen gleichmäßigen Schritt mit einer Linie, auf der du sie halten kannst. Ne? Wenn du sie eben auf einer Linie reiten kannst, nur dann kannst du was dazu tun. Ne? Wenn sie dir immer unter dir wegschießt oder sagt, wo du hingehst, kannst du sie ja gar nicht irgendwo da sozusagen dann anfangen, Transitions zu reiten oder zu viel gedreht und du sitzt außen auf dem Arsch und innen nicht zu viel. Du musst dich vorher einmal umsetzen vor der Ecke, weil in der Ecke schiebt sie sich immer nach außen. Ne? Und deswegen, wenn du auf dem Außen sitzt, läuft sie auch immer in diese Ecke rein. Da, besser, da hast du dich umgesetzt. Ne? Das ist aber auch deine bessere Seite. Das, ne? Und jetzt, wenn du auf die andere Ecke zugehst, gerade, Nase vor dem Chest, ne? Gut. Und jetzt musst du dich einmal nach innen umsetzen. Und nochmal, ohne zu ziehen. Ja, besser. Und jetzt hast du sie viel besser am äußeren Zügel und ein bisschen besser am äußeren Bein. Und ist dann deine Hand auch nicht so weggerutscht, ne? Gut. Und dann mal gucken, ob wir hier in diese Reitbahn, du hast ja 1, 2, 3, 4 Pillars, das ist natürlich jetzt eng, mal 3 Serpentine reitest. Ja, merkst du, da hat sie dir schon wieder angesagt, was wir jetzt machen, ne? Was soll ich reiten? Ja, du hast doch ganz andere Probleme. Yvonne, wenn sie nicht vorwärts geht und dich anhält, dann ist doch egal, was du reiten willst. Da hast du doch da ein Problem, dass sie da hinguckt, dass sie gar nicht drauf aufpasst, was du eigentlich machen willst, ne? Das ist doch egal, was du reiten willst. Da musst du doch erstmal das Problem, wo sie dich da jetzt wieder aus dem Sattel schüttelt und wieder sagt, mach ich nicht. Da hast du doch ein ganz anderes Problem, anstatt sie zu sagen, wir machen jetzt hier mal
Arbeit. Ne? Mhm. Es wurde gerade ein bisschen besser, dass du hier schöne Achten geritten hast. Und dann kam wieder so anhalten. Ne? Es ist 10 Minuten um, wir steigen ab. Ne? So, besser. Ja. Dann merkst du hier, wenn du sie schiebst, dass sie sich immer unter dir verkantet. Mhm. Ja, voll. Gut, einmal umsetzen, 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 gut, nachgeben, weich, besser, äußere Hand. Das heißt, sehr viel an der inneren, wird nichts an der äußeren, ne? Das muss ein bisschen gleichmäßig bleiben, besser, gut, umsetzen, Hand wechseln. Ah, sorry. Ja, gut. Gut. Gut, guckst du hin auf die Mitte von dem Ding, ne? Gut. Geradeaus. Gut, in die Ecke. Umsetzen. Super, beide Hände nach vorne. In die neue Ecke gucken. Umsetzen. Ja, das ist die alte Ecke, ne? Wenn du da aus der Tür guckst, zack, ist sie gleich wieder weg, ne? Gut. Umsetzen. 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 Ja, gut. Ja? Geradeaus. Super. Ganz, das wird besser. Gut. Umsetzen. Gut. Umsetzen. Gut. Auf den Topf von dem Halsstück gucken. Schön. Umsetzen. 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 Das ist doch schon ganz recht. Nein, das geht nicht halt. Einmal anhalten. So. Was sie mit dir macht in dieser Ecke, du setzt dich um, sie schiebt rum. Und in dem Moment musst du sagen, ich meinte das. Und dann sitzt du dich um. Ich meinte das. Und dann setzt du dich wieder um. Anstatt zu sagen, ach scheiße, sie haut mir ab. Ach, ich dachte, du meinst mich umsetzen, ich soll mich auf meine rechte Beine. Sollst du auch, aber gleichzeitig schiebst du sie von dem Bein weg. Ah. Weil in der Ecke schiebt sie dich immer raus. Ja, okay. Immer raus. Das heißt also, du musst schon vorher so ein bisschen. Wenn sie dich da in, wir stehen schon wieder in einem Mountain Block. Wenn sie sich hier in die Ecke reinschiebt, wie wieder vorher hier einmal. Gut, gut. So hier. Don't you dare push me. Da haben wir aber ganz andere Unterhaltung, sag ich dir. So. Ah. Gut. Wenn du jetzt hier sitzt, dass du hier guckst, wenn dieser Hals, super, das ist eine Stellung in der Neck. Ja. Merkst du das? So, jetzt hat sie sich ein bisschen gut. Was sie aber mit dir in dieser Ecke macht, gucken, ob sie trotzdem mitmacht. Jetzt schiebt sie hier schon dagegen und dann guckt ihr mal den unteren Hals auf der Seite an, ist so viel Menge da drauf. Ne? Aber du siehst so wie hier, dass sie jetzt dagegen drückt. Ne? Mhm. Und dann merkst du, wie sie ihr Gewicht verlagert. Ja. So, diese Gewichtverlagerung, die kannst du nur hinkriegen, indem du mich hier hinguckst. Mal gucken, ob wir ihre Konzentration wieder kriegen. Good girl. Und ein bisschen. Und gucken hier. Good there. So, da guckt sie wieder. Und nur in dem Moment kann sie ihrer Nase in der Mitte von dem Sternum das fehlte Bein, ja, in der Mitte von dem Sternum Gott mitmachen. Ne? Mhm. Und du merkst, wie sie da aus der Balance das Bein nicht hochheben will. Das steht so fest unter ihr. Ja. Und wenn du jetzt hier eben guckst, jetzt sitzt du mit dem Reißverschluss schön in der Mitte, schön in der Mitte. Schön in der Mitte, da schiebt sie dich raus. Hast du gemerkt? Ja. Und dann ist sie im richtigen Mund einmal aufgestanden und gesagt, nee, bitte wieder unter mich. Mhm. Ja? Und das ist so, nicht, dass man das, ja, und jetzt sitzt sie wieder in der Mitte. Moment, ich stehe auf und sitze nach innen. Ja, so wie du das gerade eben gemacht hast. Einmal zack. Weil du gerade sitzt nach links gesagt hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe gesagt, du sitzt in, jetzt sitzt du wieder schön in der Mitte. Ja. Und du hast dich gerade einmal umgesetzt. Ja, okay. Ja? Und wenn du jetzt vor mir bist, für mich ist es links und für dich rechts. Das ist immer deswegen, wenn ich vor. Ja, da hast du sie gerade getreten, ne? Mit dem Bein. So, sie ist zwar richtig, aber eigentlich, weil du ja wie beim Trailer fahren, du willst ja den Hintern in die Ecke haben. Ja. Gut, jetzt hast du dich, jetzt hast du das Bein ein bisschen weggenommen und hast gesagt, jetzt nehmen wir mal das innere Bein ein bisschen in die Ecke. Mhm. Ja, dann kriege ich hier vorne wieder eine Ansage. Nochmal. Gut. Beautiful. Und dann fällt sie fast wieder um. Ne? Ja, ja. So. Und jetzt brauche ich das vordere Bein wieder. The last man standing. Good girl. Ja, besser. So. Und jetzt merkst du schon, wie du da oben
immer so ein bisschen an Gewicht verlierst, ne? Fällst, weil sie eben auch sehr stroppy ist, ne? Wie, ich muss hier den Dishwasher ausräumen, your turn, right? Ja. Gut. Ja, gut. Gut. Ja, dann schiebt sie mich, siehst du hier, wie sie jetzt da jackknifft in dem Moment? Ja. Und was brauchst du, ist, dass du von innen sie wieder in die Ecke schiebst. Da, ja, dann hast du mit dem, welches Bein nimmst du? Und das andere ist ein bisschen weg, ne? Ja. Ja, nochmal, Hintern in die Ecke. Gut. Super, nochmal. Good girl, lovely. Besser, ja? So. Und das ist in dieser Ecke, na, merkst du jetzt, wie du da in dem Sitz wieder dich immer ein bisschen hinsetzt, ein bisschen wegrutscht, ein bisschen hinsetzt, ein bisschen wegrutscht. Gut. Und dann gehen wir wieder los. Ja, gut. Ah, und dann merkst du, ja, gut. Ah, siehst du hier, wie sie schnell da reinduckt? Ja. Und in dem Moment schiebt sie dich hier wieder aus dem Sattel, ne? Gut. Ah, nope. Not happening. Und ausatmen. Ne? Und dann tritt sie im Moment nicht. Im Moment arbeitest du an dir. Das heißt, deine Beine sind ganz ruhig. Mhm. Weil du im Moment gerade gemerkt hast, wie sie sich aus dem Rücken rausgeschoben hast und hast dich wieder richtig hingesetzt. Ne? Gut. Jetzt gehen wir wieder nach vorne. Mal gucken, ob das ein bisschen weicher wird. Diese Richtung. Thank you. Lovely. Ja? Und das macht sie in der Ecke eben auch. Ne? Immer wieder. Okay. Jo. Super. Gehen wir wieder nach vorne. Super. Good girl. Schönes Ohr, ne? Ja. Super. Oh. Ein bisschen bessere Bewegung. Gut, lovely. Gut. Na, was machst du da? Na, warum? Um sie rauszuschieben. Why? Hm? Warum? Gut, warum? Ja, die kam dir so vor. Das war gut, dass ich das gerade gesehen habe. Ja? Weil ihre Nase ist in der Mitte, ihr Hals ist weich, die Biegung im Rücken ist super. Und in dem Moment hast du sie gerade versucht, aus der Balance zu schieben. Ne? Weil im Moment geht sie eigentlich ganz gut mit. Ne? Und dann merkst du auch, jetzt sitzt du ein bisschen zu viel außen auf.